Ja, hi, Abonnenten. Hier ist der Mikrofon Gorilla 37 und ich werde euch heute zeigen, wie man eine FPS Rusher Klasse erstellt. Zu der Primärwaffe ein leichtes MGS. Leicht, weil es so wenig wiegt, natürlich. Und dann kann man besonders schnell laufen. Nämlich, die sieht doch gut aus hier. Ja. So, das wäre meine Waffe als Sekundärwaffe, die ist ja ziemlich egal. Werde ich aber trotzdem eine benutzen. Die Javelin, die ist ziemlich gut. Die Feuerrate ist ziemlich hoch. Und die Reichweite auch hier, ja, ist perfekt. So, zu meiner Ausrüstung. Da wir möglichst schnell laufen wollen und nicht immer an einem Punkt wieder starten möchten, würde ich Taktik-Einstieg empfehlen. Das ist ziemlich gut. Dann nehmen wir das auch. Spezialgranate ist Blendgranate, weil man sie ziemlich schnell werfen kann und es ist so gut wie nie, da blendet man sich so gut wie nie selber. Das ist ziemlich gut. So, extra 1. Was ist das? Unbegrenztes. Das ist ja richtig overpowered. Oh my god. Wir sind ja keine Noobs, deswegen benutzen wir Plünderer Pro. Damit kann man neu ausrüsten bei toten Feinden. Nämlich wenn man im Spawn der Feinde ist, kann man die Munition wiederherstellen. Das ist ziemlich gut. So. Extra 2. Das ist klar. Eiskalt. Nämlich, wenn Drohnen im Himmel sind, dann bleibt man unentdeckt und das ist ziemlich gut, weil man kann ziemlich weit laufen, ohne entdeckt zu bleiben. Das ist Eliminator. Denn wenn man gestorben, also wenn man stirbt, aber noch nicht gestorben ist, dann ist man auf dem Boden. Man kann sich zwar da nicht so gut bewegen, aber ist ziemlich gut für eine FPS-Rusher-Klasse. Todesserie, genau das gleiche, letztes Gefecht, ist ja wohl klar. Müssen wir umbenennen. FPS Ra. Okay, das ist die FPS Rusher Klasse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In meinem nächsten Tutorial werde ich euch zeigen, wie man eine Noobtube Klasse erstellt. So, wir sehen uns im nächsten Video, meine Abonnenten. Hier ist der Mikrofon Gorilla 37 und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Fuckers.